Einen wunderschönen wünsche ich. Wir machen gar nicht große Vorreden. Wir stellen gleich den nächsten Neuzugang vor. Kenan Kodro ist bei uns. Bienvenido a Mayence. Erstmal eine beliebte Frage. Warum Mainz 05, ein Angreifer deines Profils, hat auch bestimmt auch noch ein paar andere Angebote gehabt, vielleicht auch sogar von größeren Clubs? Bueno, danke. Sehr gut. Ja, Mainz hat sich wirklich sehr um mich bemüht. Es gab ja noch Anfragen von anderen Vereinen. Aber mein großes Ziel war es mal, in der Bundesliga zu spielen und gerade im Land des Weltmeisters, in dieser starken Liga. Deswegen war es ein großes Ziel für mich und das ist jetzt mit Mainz 05 wahr geworden und das ist genau der richtige Club für mich. Wie beschreibst du dich denn selber als Spieler? Was ist Kenan Kodro für ein Typ auf dem Platz und vielleicht auch außerhalb des Platzes? Fuera del campo, yo creo que... Ja, außerhalb des Platzes bin ich ein sehr ruhiger, natürlicher Typ, aber auch sehr familiärer Typ. Aber wichtig ist natürlich auf dem Platz, da zeichnet sich vor allem meine Schnelligkeit, meine Beweglichkeit aus. Darauf ist mein ganzes Spiel ausgelegt. Ja, und so spiele ich oder so interpretiere ich meine Position. Und also die Beweglichkeit und Schnelligkeit steht bei mir Nummer eins. Brauchst du lange, um dich an ein neues Team zu gewöhnen, an ein neues System vielleicht auch? Wie viel Zeit gibst du dir, um hier anzukommen? Ja, es ist mein erster Wechsel von einem Profiklub zum anderen Profiklub und insgesamt auch mein zweiter Wechsel. Ja, das Schwerste wird natürlich die Sprache sein, aber da werde ich mich auch dran gewöhnen. Wichtig ist natürlich auf dem Platz und den Rest sieht man dann. Man wird seine Zeit brauchen, aber es geht bestimmt schnell. Du hast auch vorhin kurz erzählt, dass Kollegen aus deiner Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina dir schon viel erzählt haben, auch über Mainz 05. Wer war das und was haben die erzählt? Ja, also es gab einige Spieler, die ja natürlich in der Bundesliga auch spielen, wie Jako oder Big Cacic. Ja, im Grunde sagen sie, es ist ein großer Club in Deutschland, der wirklich wettbewerbsfähig ist und genau für mich zugeschnitten wäre. Und ja, klar, die Bundesliga ist eine starke Liga und deswegen würde ich mich da sehr wohlfühlen. Also Jako habe ich auch verstanden. Aber weißt du denn, wer die Nummer 19 bei uns bei Mainz 05 getragen hat? Weil das ist ja die Nummer, mit der du auflaufen wirst in der nächsten Saison. Ja, man hat es mir erzählt, dass es eine sehr wichtige Nummer ist, ein sehr bekannter Spieler von früher. Und ich versuche natürlich, diese Nummer in Ehren zu halten und mein Bestes zu geben. Das ist sehr gut, weil das ist auch sehr wichtig. Also dann bienvenido a Mainz nochmal und schön, dass du da bist. Muchas gracias, Dankeschön. Dankeschön. El trato ha sido muy bueno. Vielen Dank für diesen super Empfang. Ich bin sehr gut behandelt worden und ich freue mich schon auf den Anfang. Danke. Super. Muchas gracias. A ti. Gracias.